Was ist denn da bei euch los, liebe GamePro? Nicht nur, dass ihr auch meiner Meinung nach bei einer Sache wirklich daneben liegt, wenn es um das Review zu Gran Turismo 7 geht. Nein, die Art und Weise, wie ihr euch unterhaltet in der Kommentarsektion oder beziehungsweise im Forum mit euren eigenen Leuten, ja, mit Leuten, die euch unterstützen, mit eurer Community, das geht für mich auf keine Kuhhaut und da bin ich zutiefst enttäuscht. Und was genau ich meine, verrate ich euch jetzt im Video. Seit gestern, also dem 2. um 12 Uhr, durften die Magazine ihre Reviews veröffentlichen. Und das hatte eben zur Folge, dass natürlich die GamePro wieder mal schnell war und Gott sei Dank ein Review mit rausgehauen hat. Und an der Stelle möchte ich vor allen Dingen sagen, mit dem Review an sich bin ich absolut einverstanden und sehe das auch. Ja, was heißt, sehe ich genauso, kann ich noch nicht so genau beurteilen, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich kann das bis hierhin sehr gut nachvollziehen, was gesagt wurde und geschrieben wurde und das ist für mich nachvollziehbar und insgesamt vollkommen in Ordnung. Und das Spiel hat auch sehr gut abgeschnitten, nicht nur bei der GamePro, die haben 88 Punkte von 100 möglichen Punkten gegeben, also wirklich eine verdammt gute Bewertung, sondern auch international generell hat das Spiel gut abgeschnitten, hat sehr viele, sehr gute oder sogar teilweise fabelhafte Bewertung erhalten und es ist oft die Rede von einem der besten Gran Turismos, wenn nicht sogar das beste Gran Turismo. Von daher, da gibt es erstmal nichts zu meckern und darum soll es hier auch nicht gehen, denn viele könnten jetzt glauben, ich werde mich jetzt beschweren über die 88% Punkte, weil das Spiel hat ja 89 verdient oder 90 oder so. Und da möchte ich an erster Stelle sagen, das ist mir vollkommen egal. Also wer sich an diesen Prozentpunkten manchmal so genau aufhängt und sagt, aber weiß ich nicht, Forza Horizon hatte mal 90 oder so, ich glaube darum geht es teilweise manchen Leuten vielleicht oder zumindest hat man die Vermutung, das ist vollkommen egal. Also vielleicht ist das Spiel wirklich nur die 88 und dann passt das auch. Und das ist trotzdem eine verdammt gute Bewertung, ob es jetzt 86, 88 oder 92 hat. Dadurch ist das Spiel an sich auch nicht mehr besser oder schlechter. Ja? Also das muss man einfach mal sagen, das ist meine Meinung, was da, was das anbelangt. Und ich möchte auch nochmal sagen, das Fazit an sich oder Review, wie auch immer ihr das nennen wollt, Test zu Gran Turismo 7 hat die GamePro wirklich vernünftig und gut gemacht. Worum es geht, ist ein Kritikpunkt, der in diesem Wertungskasten nochmal speziell aufgeführt wird. Denn so macht das die GamePro. Die führen ja in den verschiedenen Kategorien nochmal Plus- und Minuspunkte oder Pros und Kontras auf. Und jetzt kommt der Knackpunkt, warum ich mich so echauffiere und warum viele da sich aufregen in der Kommentarsektion zu diesem Review. Weil ein Kritikpunkt an Gran Turismo 7 ist, und jetzt haltet euch fest für all diejenigen, die stehen, bitte setzt euch hin, weil ihr werdet sonst aus den Latschen kippen, weil das ist ein richtiger Hammer, der euch jetzt erwartet. Gran Turismo 7 hat nämlich keine Rückspulfunktion. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Gran Turismo 7 ohne Rückspulfunktion. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn ihr in diesem simulationslastigen Rennspiel, was sehr viel Wert auf Authentizität und Realismus legt, Rennen fahrt und dort in der zweiten Runde einen Fehler macht und einfach mal vergesst zu bremsen und in die Bande knallt oder andere Autos wegknallt und auf einmal vom Platz 3 auf Platz 10 durchgereicht werdet und ihr das Rennen nachher neu starten müsst, dann ist das unumgänglich. Könnt ihr euch diese Tortur vorstellen, dass ihr in einem Rennspiel, das einen relativ hohen Simulationsanspruch habt, tatsächlich keine Rückspulfunktion bekommt? Der ein oder andere wird vielleicht denken, undenkbar, ein Rennspiel ohne Rückspulfunktion, das geht gar nicht. Und viele werden hoffentlich denken, und davon gehe ich aus, so wie ich das nämlich auch denke, what the fuck, wer braucht diese verdammte Rückspulfunktion in einem Gran Turismo, ja? Das hatte Gran Turismo noch niemals gehabt, das haben Simulationsspiele per se in der Regel nicht nötig. Genau das ist das, was viele Leute in der Kommentarsektion geschrieben haben, ja? Und darauf will ich jetzt hinaus. Die haben dann gesagt, und zwar in vernünftigem Ton, möchte ich an der Stelle anmerken, nach meinem Überfliegen war eigentlich fast immer, wenn nicht sogar immer, ein vernünftiger Ton dabei, dass man gesagt hat, also ernsthaft, habt ihr jetzt die fehlende Rückspulfunktion kritisiert als etwas, was, wofür man das Spiel bestraft, weil das ist ja albern. Also als Bonus okay, aber das ist doch jetzt kein Maßstab, also Gran Turismo braucht doch keine Rückspulfunktion. Und wie gesagt, das sehen ja die meisten so, nur die GamePro nicht. Hier möchte ich auch noch eine Sache sagen, jedem das Seine. Also jeder darf beurteilen, wie er möchte und das ist auch richtig und nötig, denn ein Review zum Beispiel zu einem Videospiel ist niemals komplett frei von eigenen Empfinden, von eigenen Gefühlen. Ja, das gehört immer dazu. Man kann das versuchen, so weit wie möglich zu trennen, um zum Beispiel Grafik
fair zu beurteilen oder das Gameplay so fair wie möglich zu beurteilen. Trotzdem ist das schwer, weil am Ende sind Geschmäcker ein bisschen unterschiedlich, ja. Und das muss man einfach, das möchte ich nochmal klarstellen, dass das natürlich vollkommen okay ist. Der Redakteur, der dieses Fazit gemacht hat, ist der Meinung, die Rückspulfunktion wäre nicht nur cool gewesen, sondern nach heutigem Maßstab, und das hat er auch in der Kommentarsektion gesagt, nach heutigen Maßstäben und nach den letzten ganzen Rennspielen der letzten Jahre zu urteilen, ist das quasi so eine Art Muss, ja, das ist ein willkommener Bonus auch für Leute, die eben nicht so Hardcore-Zocker sind, sondern die so ein bisschen gelegentlich mal zocken. Und als Begründung, warum das bei Gran Turismo dann jetzt auch mal reingehören würde, ist, weil angeblich, was heißt angeblich, es ist so, hat sich ja Polyphony Digital mit Gran Turismo 7 vorgenommen, eben nicht nur die eingefleischten Hardcore-Fans der Serie zufriedenzustellen, sondern auch Neuankömmlinge sehr herzlich zu begrüßen und es denen etwas einfacher zu machen und das Spiel damit auch ein bisschen zugänglicher zu machen. Und das ist hier nicht geglückt, denn es fehlt die Rückspulfunktion. Die ist nämlich einfach zu integrieren, hätte niemanden gestört, weil theoretisch hätte man ja einstellen können, dass die komplett deaktivierbar ist. Dann hätten wir Hardcore-Zocker ja auch nichts verloren quasi. Und deswegen finde ich das doof, dass die fehlt, und das ist für mich ein Kontra. Kann man so sehen, deswegen, das an sich ist jetzt nicht der Grund für das Video, weil das regt mich gar nicht so auf, ja, und ob das dadurch ein Prozent verloren hat oder nicht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ich glaube, den meisten in der Kommentarsektion ist das genauso vollkommen Wumpe. Das Problem ist, wie hier mit der Community umgegangen wurde, und das, finde ich, war unter aller Sau. Und ich möchte sagen, wir reden hier von einem Review, das ungefähr um 12 Uhr veröffentlicht wurde, vielleicht auch pünktlich um 12 Uhr. Und das Video habe ich aufgenommen am gleichen Tag, also nur 8-9 Stunden später. Das heißt, in kurzer Zeit. Und ich habe unzählige Kommentare gesehen, die vielleicht gar nicht die ganze Kommentarsektion überflogen haben, die Leute. Und haben einfach nur das Review gelesen und gesagt, hey, yo, finde ich cool, geile Bewertung, ich freue mich schon auf das Spiel. Aber ich möchte anmerken, ihr seht das fehlende Zurückspulen als einen Kritikpunkt an. Das kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen. Das finde ich irgendwie seltsam. Und das haben einige geschrieben, ohne überhaupt zu wissen, was drumherum bisher schon diskutiert wurde. Und ich finde, so nach dem 5., nach dem 10., nach dem 20. Kommentar in dieser Richtung, sollte man zumindest darüber nachdenken, ob man nicht hier irgendwo doch einen Fehler gemacht hat, ja, und vielleicht zieht man das dann nicht zurück, weil man sagt, trotzdem ist das mein Empfinden und ich finde, das fehlt hier. Aber zumindest sollte man dann so fair sein, darüber nachzudenken, das zu reflektieren und zu denken, na gut, offensichtlich habe ich damit aber ein paar Leute verprellt, weil die Leute sehen es anders, und dann kann man das ja auch ein bisschen schlichten, ja, wenn man professionell ist. Und das ist hier, liebe GamePro, komplett missglückt, ja, und zwar nicht nur von den Redakteuren, sondern auch von den Moderatoren. In erster Linie sogar hätte ich die Redakteure noch in Schutz genommen fast. Und ich sag euch jetzt, und ihr seht es im Hintergrund ein bisschen, ich blende es mal ein paar Sachen, die mich besonders gestört haben. Erstens, es geht um die Moderatoren, die hier jedes Mal einen auf Polizei machen, ja, und vergessen, dass wir nicht in Russland sind, verdammt nochmal, und hier freie Meinungsäußerung ja wohl sinnvoll und auch gewünscht ist. Und das sagen sie sogar selber, ja, die Moderatoren schreiben, ja klar freuen wir uns über eure Kritik, die wollen wir ja haben, weil dann wissen wir, was wir gut und was wir schlecht machen. Und quasi im gleichen Atemzug schreibt nur ein Kommentar später der gleiche Moderator auf die Meinung einer Person, der dann sagt, ja, okay, wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich finde, das ist falsch, dass das da reingepackt wurde, weil die fehlende Rückspulfunktion ist keine Kritik würdig in einem Gran Turismo. Und dann schreibt der gleiche Typ, ja, das überlässt du mal lieber den professionellen Redakteuren, was hier richtig und was nicht richtig ist. What the fuck? Was geht denn mit dir vor? Junge, beherrsch dich ein bisschen. Besinn dich auf deinen Job. Ja, du bist wie ein furchtbar schlechter Schiedsrichter irgendwo in der Kreisklasse. Ja, wenn du im Fußball am Ende des Spiels nur über den Schiri redest, dann hat der Schiri ein Scheißspiel gemacht und dann hat er versagt, weil der soll führen und quasi begleiten, ohne sich einzumischen, wo es nicht nötig ist. Der hat komplett versagt, auf ganzer Linie. Jedes Mal jede vernünftige, konstruktive Kritik unterbunden, als wäre man grenzdebil und als wären die Redakteure irgendwelche heiligen Grale. Seid ihr aber nicht. Ihr dürft eure freie Meinung haben, aber das dürfen die verdammten Leute, die aus eurer Community sind. Die dürfen das auch haben. Und die dürfen auch dann mal sagen, ey, hier habt ihr euch aber ein bisschen verrannt, weil das sehe ich komplett anders und das ergibt keinen Sinn für mich. Und niemand oder so gut wie niemand hat gesagt, das finde ich ja ein Desaster und deswegen gibt ihr dem Spiel so wenig Punkte. Klar, ein paar haben das geschrieben, aber die meisten nicht. Die meisten geht es ums Prinzip, dass man sagt, ey, aber das ist ja wohl irgendwie dämlich. Und ich sehe das halt genauso. Ich finde nicht, dass damit das gesamte Fazit auch lächerlich ist. Das Fazit passt halt trotzdem, ja, und die Beurteilung passt trotzdem. Aber was habt ihr euch dabei gedacht, dass
als Kritikpunkt zu sehen, das sehe ich halt auch als falsch an, aber akzeptiere es, wenn das der Redakteur so sieht. Wenn der Tester sagt, das fehlt für mich, dann fehlt es für ihn. Absolut in Ordnung. Aber verdammt nochmal, lasst eine konstruktive Kritik zu und denkt mal drüber nach und reflektiert und schreibt dann auch ein bisschen beruhigend mal in die Meute. Und was ihr nicht machen solltet, und das geht an die Redakteure vor allen Dingen, dass ihr nur wenige Stunden, nachdem das passiert ist, in dieser Kommentarsektion oder Forum, wie auch immer man das nennen möchte, einen eigenen Kommentar reinschreibt, mit komplettem Sarkasmus à la, mich wundert, dass immer noch niemand sich darüber stört, dass die Rückspulfunktion fehlt. Ey, was stimmt mit dir nicht? Willst du echt jetzt noch Öl ins Feuer gießen? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist mit euch? Und ich muss hier sagen, und jetzt kommt eben das, was auch einer der Moderatoren ja geschrieben hat, überlasst die Beurteilung bitte den professionellen Redakteuren, ja, also den Profis. Und ich muss leider sagen, also in dieser Hinsicht, Leute, da war niemand von euch professionell. Das war absolut laienhaft, absolut amateurhaft, was ihr da geboten habt. Und das hat mich sehr enttäuscht, weil ich sehr gerne eure Artikel immer gelesen habe, sehr gerne eure News lese, eure Gerüchte, die ihr teilweise aufschnappt. Ich bin immer dadurch auch sehr gut informiert und finde das hier wirklich schade, dass man die Community so klein halten will. Ja, also das funktioniert für mich irgendwie so auch nicht. Und ich verstehe es auch nicht. Ja? Und damit schließen wir dieses Video ab. Aber bevor ich euch Tschüss sage, würde ich auch gerne eure Meinung noch hören. Und zwar aus zweierlei Sicht. Erstens, wie findet ihr die Reviews im Allgemeinen und bei GamePro? Und also in Bezug auf Gran Turismo, findet ihr, dass das Spiel gut abgeschnitten hat? Oder eben sagt ihr, okay, ich hätte noch mehr erwartet? Und zweitens, wie findet ihr, falls ihr das mitbekommen habt, speziell eben diesen Fall, was die Kommentare zu der fehlenden Rückspulfunktion betrifft? Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das auch für unangebracht gehalten? Oder findet ihr vielleicht, nachdem ihr das jetzt mitbekommen habt, dass ich übertreibe und dass das generell überflüssig ist? Weil ist es natürlich auch irgendwo, aber ich wollte mich halt einfach mal echauffieren. Also deswegen, ich freue mich auf eure Meinung. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich, dass wir uns in den nächsten Tagen sehr oft wiedersehen, wenn es weiterhin um Gran Turismo 7 geht. Macht's gut, Leute.